Politiker. Sie haben eine große Verantwortung, denn ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auf fast alle Bereiche der Gesellschaft. Bei so einem wichtigen Beruf ist es daher vor allem entscheidend, immer seriös und sachlich zu bleiben. Vielen gelingt das auch. Doch immer wieder kommt es selbst bei den größten Politikern zu Situationen, die einfach nur kurios sind. Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute die verrücktesten Politikermomente aller Zeiten. Beginnen wir mit Boris Johnson. Eigentlich ist der britische Politiker für viele lange Zeit nur eine Witzfigur gewesen, da er hauptsächlich durch diverse kuriose Situationen in die Schlagzeilen geriet. Zum Beispiel hing er sich 2012, als er Bürgermeister von London war, an eine Seilrutsche, um Werbung für die Olympischen Spiele in der britischen Hauptstadt zu machen. Was Johnson allerdings nicht bedachte, da er mit so wenig Schwung startete, war er viel zu langsam, um das andere Ende der Bahn zu erreichen. Johnson blieb schließlich stecken, während zahlreiche Schaulustige am Boden Fotos machten und sich mit dem Politiker unterhielten. Eine andere kuriose Aktion von Boris Johnson ereignete sich vor seinem eigenen Haus. Als der konservative Politiker vor einigen Jahren durch abfällige und beleidigende Äußerungen gegenüber religiösen Minderheiten auffiel, wollten Reporter Johnson zur Rede stellen. Sie warteten stundenlang mit Kameras und Mikrofonen vor seinem Anwesen und schließlich erschien Johnson auch. Jedoch nicht um Antworten zu geben, sondern nur um den Reportern Tee anzubieten. "Möchten Sie ein Glas Tee?", fragte Johnson, während die Journalisten begannen, ihn mit Fragen zu durchlöchern. "Do you regret your comment, sir?" Er ignorierte alles und wiederholte immer wieder die Frage, ob jemand einen Tee will. Als die Reporter merkten, dass sie aus ihm keine Antwort mehr rausbekamen, nahmen sie sogar ein Glas Tee. Und Johnson gelang es, allen Fragen aus dem Weg zu gehen. Doch der wohl verrückteste Moment in Johnsons Karriere ereignete sich erst dieses Jahr. Da vor allem durch den Brexit Englands Regierung stark ins Chaos geriet, musste schnell ein neuer Premierminister für das Land gewählt werden. Ausgerechnet Boris Johnson konnte das Rennen für sich entscheiden und ist daher aktuell das Staatsoberhaupt des Landes. Die ehemalige Witzfigur mit dem zerstrubbelten Haar und der ulkigen Art ist tatsächlich der Premierminister von England. Dass Politiker auch nur Menschen sind und so schon das ein oder andere Mal einen Schluck Alkohol genießen, ist wohl bekannt. Manche treiben es jedoch auch schon etwas zu weit und gaben sich bereits in ihrer Dienstzeit nicht ganz nüchtern. Und nein, wir reden jetzt nicht von Lokalpolitikern, die bei einer Stammtischsitzung etwas zu viel tranken. Wir reden vom EU-Parlament. Und zwar von der Spitze. Jean-Claude Juncker, der amtierende Präsident der Europäischen Kommission, trat im Juli letzten Jahres vor einem Bankett beim NATO-Gipfel auf ein Podest, um sich mit den Staatsoberhäuptern anderer Länder fotografieren zu lassen. Er tat sich allerdings sehr schwer damit, überhaupt erst das Podium zu betreten. Seine Schritte wanderten ins Leere und erst als ihm Bodyguards halfen, gelang es Juncker überhaupt voranzukommen. Auch bei der Begrüßung eines Politikerkollegen wurde Juncker leicht überschwänglich. Beim Gespräch mit Frankreichs Präsident Macron erscheint es ebenfalls so, als würde er leicht taumeln. Selbst das Stehenbleiben fiel Juncker sichtlich schwer. Kollegen bemerkten, dass sich der EU-Kommissionspräsident selbst nicht mehr halten konnte und nahmen ihn in die Zange, um den 64-Jährigen zu stützen. Laut Juncker waren übrigens Rückenschmerzen für sein merkwürdiges Verhalten verantwortlich. Doch wie der Spiegel berichtete, soll die Trinkfreude des Kommissionspräsidenten im Parlament schon seit langem ein offenes Geheimnis sein. Kommen wir als nächstes zu Philipp Amthor. Spätestens seit dem berühmten CDU-Zerstörungsvideo von Rezo ist Amthors Name jedem ein Begriff. Amthor, CDU-Mitglied und der jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, ist zwar eigentlich erst 26 Jahre alt, doch obwohl er sogar noch jünger aussieht, als er eigentlich ist, verhält er sich wie jemand, der schon einige Jahrzehnte älter ist. Vor ein paar Monaten sorgte Amthor vor allem wegen seiner ungewöhnlichen Art für Aufsehen und auch wegen einer angekündigten Videoantwort auf das Video von Rezo. Da das Medieninteresse an Amthor plötzlich sehr groß wurde, war er auch immer häufiger zu Gast in Talkshows und trat sogar bei YouTube-Kanälen auf. Zum Beispiel auch bei Dislike, einem Kanal, auf dem bekannte Personen aus Medien und Politik regelmäßig Hate-Kommentare vorlesen, die sich gegen sie richten. Manche der Kommentare gegen Amthor hatten es ganz schön in sich, was auch nicht verwunderlich ist, da vor allem durch Rezos Video eine massive Kritikwelle gegen die konservative Partei und ihre Mitglieder ausgelöst wurde. "Wenn ich sein Vater wäre, hätte ich ihn an einen Wanderzirkus verschenkt", schrieb zum Beispiel ein User über Amthor. Ein anderer meint, Amthor wäre
wäre wie der deutsche Steve Urkel. Die meisten Kommentare nahm der Politiker mit Humor. Selbst Dinge wie Amthor flirtet mit den Rentner-Bitches oder Amthor ist so sympathisch wie Lungenkrebs schaffte er sogar noch einigermaßen zu kontern. Doch der mit Abstand kurioseste Kommentar führte bei dem CDU-Abgeordneten zu einer sehr überraschenden Reaktion. Amthor muss sich mal richtig einsaufen und eine Alte wegballern, meinte ein User. Doch statt dass Philipp Amthor sich über den Kommentar lustig machte oder eine Ausrede suchte, sagte er einfach, ja, dagegen spricht gar nichts. Nur am Sprachniveau hatte er etwas auszusetzen. Mit so einer Reaktion hat der Verfasser des Kommentars wohl niemals gerechnet. Sie zeigt, dass Amthor zwar nicht wie ein junger Mensch kommuniziert, aber im Kopf vielleicht doch nicht so alt ist, wie viele vermuten würden. Zumindest was sein Privatleben angeht. Kommen wir jetzt von einem Roast zu einem Politiker, der Gegner schon innerhalb von nur einer Minute fast gänzlich auseinandernehmen kann. Und das, obwohl er eigentlich nur einer Satirepartei angehört. Die Rede ist von Martin Sonneborn, der derzeit als Abgeordneter für die Partei im Europaparlament tätig ist. Dort liefert er immer wieder kurze Reden, in denen er ordentlich austeilte gegen andere Politiker. Dabei mischt er immer scharfe Kritik mit trockenen, aber gelungenen Flachwitzen. Einmal zum Beispiel kritisierte Sonneborn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Angriffspläne. Er sprach davon, dass vor allem die Franzosen wissen sollten, dass es ratsam ist, sich erst zu informieren, bevor man andere Nationen attackiert. Doch Sonneborn legt noch einen nach und ermahnt Macron, der übrigens mit einer Frau verheiratet ist, die deutlich älter ist als er, sich an den Lehren von französischen Philosophen aus dem 18. Jahrhundert zu orientieren. Sie sollten wissen, dass das maßgebliche Erbe ihrer Kultur die Aufklärung ist. Wie wollten Sie sich vor Voltaire und Diderot rechtfertigen? Fragen Sie doch mal Ihre Frau. Die könnte mit beiden noch persönlich bekannt gewesen sein. Nicht nur vor Staatsoberhäuptern macht Sonneborn keinen Halt, er kritisiert sogar ganze Nationen. In seiner Rede zum State of the Union forderte er Irland dazu auf, genau wie England, die EU zu verlassen. In der Videobeschreibung zur Rede erklärt Sonneborn, seine Redezeit von knapp einer Minute reiche zumindest dazu, Irland noch schnell aus der EU zu werfen. Vor allem die Tatsache, dass das Land großen Unternehmen wie Google oder Apple große Steuerersparnisse ermöglicht, stört Sonneborn massiv. In seiner Rede richtet er sich daher sogar direkt an den Präsidenten von Irland und erklärt: Dear Mr. President of Ireland, if you still believe that Apple will create some jobs in Ireland, forget it. Apple only ever had one jobs, but he is dead. He will not come back. So please take my advice, take the money and run. 13 billion euro will buy you many, many iPhones. This will generate more tax income for Ireland. Then you can buy even more iPhones. It's a win-win-win situation. Think it over with a good bottle of whiskey, Slanté. Wenn man schon über die verrücktesten Politikermomente aller Zeiten spricht, dann darf eine Person natürlich nicht fehlen. Donald Trump. Der US-Präsident hatte inzwischen schon so viele verrückte Momente, dass ganz normale Aktionen schon fast zu einer Seltenheit wurden. Eines der wohl kuriosesten Dinge über Trump, abseits allem Politischen, ist wohl, dass er vor seiner Präsidentschaft sogar bei der WWE, also der berühmten Wrestling-Liga, mitmachte. Sein Auftritt war, wie für Wrestling-Shows damals üblich, extrem bizarr und abgedreht. 2007 trat er nämlich selber in den Ring und lieferte sich anschließend einen Showkampf gegen Vince McMahon, den Chef der Wrestling-Liga. Er gewann den Fight und zur Strafe rasierte er seinem Gegner am Ende sogar noch eine Glatze. Trump wurde schließlich auch noch in die Hall of Fame der WWE aufgenommen und bezeichnet sich auch selbst als einen großen Wrestling-Fan. Kommen wir als letztes nochmal zurück nach Deutschland und zu einem kuriosen Moment, der sich im Deutschen Bundestag ereignete. Um ihn überhaupt verstehen zu können, müssen wir etwas in der Zeit zurückgehen. Und zwar zum 2. Juni 1967, einem Tag, an dem sich in Deutschland große Proteste ereigneten wegen des Staatsbesuchs eines umstrittenen iranischen Politikers. Ein Student ließ dabei sogar sein Leben. Bis heute wurde sich dafür jedoch noch nie offiziell von Seiten der Polizei oder der Regierung entschuldigt, weshalb immer wieder am Jahrestag des Protests Menschen auf die Straße gehen. Der Grünen-Politiker und Bundestagsabgeordnete Tom Königs wollte den Protest auch in den Bundestag bringen und setzte sich dafür mit Papiertüte über dem Kopf in den Bundestag. Auf der Tüte war das Gesicht von Reza Pahlavi zu sehen, dem iranischen Politiker, der
damals Grund für die Proteste war. Ob die Aktion Erfolg hatte, ist jedoch unklar, denn viel Aufmerksamkeit bekam Königs mit der kuriosen Maske nicht. Lediglich eine Ermahnung durch den Bundestagspräsidenten ermöglichte es Königs, überhaupt gefilmt zu werden. Doch seine Maske musste er dann auch schnell wieder abnehmen. Das war's auch schon mit unserem Video. Kennt ihr noch weitere verrückte oder auch witzige Momente in der Politik? Falls ja, schreibt es uns mal in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!